light shall bring victory. I must protect the wild. Gegen den Priester. Und da sieht man schon ein bisschen, was ich sehr starkes Late Game habe. In meinem Early Game muss ich ein bisschen aufpassen. Die ganzen Late Game Karten gehen erstmal zurück. Argent Squire, manchmal was am Anfang zum Ausspielen. Naja. Noch einen Ironbark Protector, den will ich am Anfang echt nicht sehen. Aber naja. I am ready. Da kann ich immerhin schön traden. The light protects me. Da kommt der Sea Giant. Ja, die brauche ich am Anfang echt noch nicht. Der Sea Giant im Midgame kann ganz cool sein, wenn halt viele Minions draußen sind. Aber am Anfang will ich ihn halt echt nicht sehen. Na, der ist nächste Runde weg. Soweit kommt's noch. Da spiele ich das Innervate jetzt schon oder irgendwelche anderen Spirenzchen. Oder ich spiele jetzt das Innervate und habe dann noch den Bloodsail Raider draußen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Dann habe ich nur die Einer Minions und habe nichts zum Reagieren. So, ist okay. Soll ich noch mal ein paar Minions ausspielen, dann kann ich auch vielleicht früh den Sea Giant rausbringen. Mal gucken. Muss halt den Sound noch ein bisschen leiser machen, nicht, dass ihr es doppelt über das Mikro mithört. Das muss ja nicht sein. Dann zwischendurch kann ich mal wieder in den Twitch-Chat schauen, was bei euch so geht. I wonder. Ah, na sicher. 4-6. Guten Morgen. Was ist denn da mit 4-6 los? Da hole ich mir mal meinen Card Draw zurück, weil den brauche ich. Muss schnell meine Karten ziehen, um Sachen zu bekommen. I fight. So. Kann ich nächste Runde, wenn ich sonst nichts habe, wenigstens nochmal den Novice Engineer spielen und nochmal eine Karte ziehen. Ready, Sir. Ready, Sir. One damage to all minions. Natürlich dann nicht schlecht, wenn er so viele mehr hat als ich. Kann dann günstig den Sea Giant demnächst rausbringen. Ich glaube, ich spiele die beiden. I hope you like my invention. Jetzt hat er die Frage, trade ich oder trade ich nicht? Drei. Another round? Job's done. Den Novice Engineer habe ich euch nur für den Card Cycle gespielt. Natürlich, wenn er jetzt den killt, stirbt er gleich mit. Vielleicht hätte ich es auch nicht machen sollen, keine Ahnung. Noch früher morgen kann ich solche Sachen nicht entscheiden. Vielleicht killt er jetzt auch einfach nichts, keine Ahnung. Doch. Dann wäre der Sea-Schein so schön günstig. Was halt auch ganz nett wäre. So, wenn er jetzt nochmal tradet, kann ich den Mad Bomber relativ günstig ausspielen. Oder es gibt noch eine Holy Nova oder sowas in dem Dray. Are you ready for this? Okay. So. Sea-Giant kann ich halt trotzdem noch nicht ausspielen. Und der Meta Bomber an dieser Stelle könnte mal richtig für Value sorgen. Man könnte die zwei weghauen mit ein bisschen Glück. Probieren wir es doch mal. Komm, ein. Die beiden. Nein. Ja. Nein. 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 Ah, komm. Du hättest. Naja. Na. Na. Na, besser gehen können. Ma. Ma. Noch leiser machen. Der Sound ist halt ganz schön laut heute Morgen. Beschweren sich noch die Nachbarn, warum ich hier früh morgens so viel leer mache. So, mal kurz in den Twitch-Chat schauen wieder zwischendurch. Muss echt mal mit die Brille gerade rücken. So. Tarvin schreibt mal, er hat gerade schlechtes Gewissen normalerweise, wenn er so ein Spiel suchtet. Weil er dann das Gefühl hat, er würde. Ja, kann ich gut verstehen.
Aber scheint salonfähig zu sein. Ich weiß nicht, ob alles, was ich mache, salonfähig unbedingt ist. Ob ich das so nennen würde. So, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, leider. Ich spiele so Drake und hole mir... Das ist ein Mana genau zu wenig. Die zwei Minions ist nicht schlecht. In der nächsten Runde kann ich dann mal langsam anfangen, die teureren Minions auszuspielen. Naja, schauen wir mal. Ein Swipe wäre halt echt gut gewesen. Das ist so ein bisschen, was mir im Draft gefehlt hat. Ja, was kommt jetzt? Der Shrinkmeister. Sau. Ja, jetzt wird es langsam unangenehm. Au, au. Jetzt kriege ich langsam zu viel Damage rein. Jetzt muss ich mal den Turret of the Claw spielen. Where shall I strike? Mit Taunt und den Swamp Ooze rausholen, um mich ein bisschen zu verteidigen. Jetzt verliere ich zu viel HP. Ja, man hat es gemerkt, mein Early Game war halt schwach. Ich habe schon so ewig den einen Ironbark Protector auf der Hand. Das ist seit Anfang, seit dem Mulligan. Und jetzt habe ich den zweiten Ironbark Protector. Sonst kann ich endlich in der nächsten Runde. Hoffentlich hat er keine Removal dafür, weil sonst habe ich. Alter, ein Foe Reaper, genau. Warum auch nicht? Okay. Ich dachte, ich kann mich eine Weile retten mit dem. Mit dem Einbark Protector, aber ich kann mich nur sehr kurz retten mit dem Einbark Protector. Da er den eh killt, wenn er den angreift. So. Bin ich nächste Runde den Einbark Protector schon wieder los. Krasser Scheiß und er heilt ihn. Oh, das ist nicht gut. Ein Foe Reaper, gar nicht verkehrt. Meine Herren. Überlebt das halt noch. 9 HP ist echt krass. Autsch. Alter Verwalter. Hoffentlich kann er nicht über. Foe Reaper möchte ich ganz gern behalten. Kann ich gut verstehen. Würde ich auch behalten wollen an seiner Stelle. Kann ich eine weitere Runde retten. Das sieht echt nicht gut aus. Ich brauch so dringend einen Swipe. Eigentlich Swipe würde an dieser Stelle nicht mehr reichen. The damned stand ready. It's time for a little blow. Ich soll den erst hochheilen, dann überlebt er es schon wieder. Das wird nichts mehr. Das ist hinüber. Oh, das machst du aber gar nicht. Ja, ich kann immerhin den Foe Reaper loswerden. Also ich kann den Sea Giant ausspielen und ihn taunten, was immerhin ganz gut ist. What to do? Also sonst bin ich muss ihn auf jeden Fall, sonst bin ich ja nächste Runde schon mal hinüber. So. So, ich kann damit 10, 13 Schaden verursachen. Das reicht natürlich nicht aus. Ich muss eigentlich den Defender of Argus ausspielen, damit der Sea Giant für mich auch noch mittauntet. Wie kann er angreifen? Time waits for no one. Give that minion a turn to get ready. Wenn wir jetzt mal loswerden, bevor der wieder heilt, das überlebt halt. Das ist wichtig. Weil sonst überlebt der halt meinen Taunt. Und damit kann ich halt nichts anfangen. Das Blöde ist, mit diesem plus 3. Das ist alles gerade mal nicht so gut. Wenn er die. Ja, den kann er auf jeden Fall loswerden, den einen Bark Protector, weil der hat nur noch 3 HP. Tja. Savage, wenn er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht macht er ja nichts. Wenn er nichts macht, habe ich nächste Runde gewonnen. Nein, kill ihn nicht. Ach komm, du willst es doch gar nicht.
Ach nein. Kill ihn nicht. Nein. 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 Meine schönen Minions. Oh, was? Also, ich muss erst auf jeden Fall den Zombie-Chow killen, damit ich halt wieder ins Spiel zurückkomme. Das heißt, ein Spiel zurück, damit ich überhaupt überlebe. Und dann habe ich immer keine Überlebenschance. Also, ich spiele aus. Ich brauche auf jeden Fall Savage Roar, weil sonst kriege ich ihn nicht tot. Ne? Also, ich brauche auf jeden Fall Shapeshift und Savage Roar. Und dann bleiben mir 5 Mana übrig. So, und die Sache ist die. Die können eh in die Runde noch nicht angreifen. Machen wir es auf der Reihe nach. Sagen wir es mal hinter mir. Verhaspel ich mich nicht, was mir gerne passiert. So. So, überlebe ich wenigstens die nächste Runde. Und der sinnvollste Play ist jetzt am Ende. So. Und dann hoffen wir, dass er nichts Gutes zieht. Wenn er jetzt einen Scheiß zieht einfach, dann kann ich das Spiel noch schaffen. Aber, ne, ist ja die Hoffnung. Nein! Okay. Das war's jetzt eigentlich. Natürlich ein Mind Control. Natürlich. Ich habe noch ein paar starke Minions. Warum denn nicht noch ein paar starke Minions? Nächste Runde macht er 7 Schaden. Ich kann es nicht verhindern. Und das war's. Schade. Also es hätte tatsächlich, obwohl es halt so ein scheiß Anfang war. Darf ich gar nicht sagen. Well played. Obwohl es halt so ein scheiß, noch, um das kurz zusammenzufassen, so ein scheiß Anfang war mit einem guten Picks oder jetzt mit ein bisschen Pech gehabt, hätte ich halt einen Druid of the Fang oder so, Claw, wie auch immer. Und ich hätte es noch schaffen können, aber naja. Ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ein interessantes Spiel trotzdem. Ich fand's eigentlich ganz nett. Das war mal nicht verkehrt von ihm. Ja. Kurz in Twitch-Chat geschaut. Und 0-1. Schade, das Deck finde ich eigentlich echt nicht verkehrt. Ganz kurz nochmal die Mana-Kurve angucken. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber vorhin, der Anfang war halt ein Riesenscheiß. Das will man halt echt nicht sehen. Gleich den einen Bug Protector auf der Hand. Und keine kleinen Minions außer den einen Einser. Das ist halt eine Scheiße. So. Hoffentlich läuft diese Runde besser am Anfang. Und trotz des schlechten Anfangs habe ich mich einigermaßen zurückgekämpft. Es war echt spannend. Das mag ich an Hearthstone. Es ist spannend, es sind kurze Runden. Und selbst wenn man verliert, ärgert man sich nicht so. Man sagt, jetzt habe ich es verloren, aber trotzdem war es so, man ärgert sich nicht so. Schon wieder so ein scheiß Mulligan. Und dann, wenn es halt doch mal schief läuft, die Runde ist halt kurz, drauf geschissen, ist wieder eine neue Runde. Läuft es vielleicht, vielleicht besser. Oder vielleicht halt auch eben nicht. Ey, komm. Ich habe nicht so wenig Zweier- und Dreier-Minions. Boah. Will ich gleich aufhören, oder was? Ich habe gerade gesagt, man ärgert sich nicht so. Mm, genau, man ärgert sich nicht so. Das ist das Schöne an... Ja, genau, man ärgert sich nicht so. Das ist das Schöne an Hearthstone. Man ärgert sich nämlich überhaupt nicht. Man findet alles super in diesem Scheißspiel. Es ist ein einziger Traum. Ich kann gar nicht mehr vor Freude. Boah. First time, gleich ein Hit. Unstable Ghoul ist natürlich für ihn, er kann seine Tokens nicht spielen, ist mal ganz nett. Was kommt jetzt? Klar. Warum auch nicht? Wie halt mein Mechanical Yeti einfach mal sofort killt. Aber hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ich kann mich ja nicht jahrelang von dem verhauen lassen. Wo denn dahin? Freeze-Minion.
Wie ich den Freeze eigentlich noch aus? Ich weiß es fast nicht. For the Wilds. Wenn ich den Freeze nicht ausspiele, so tradet ich. Machen wir es einfach mal. Muss ja nicht sein. Sonst killt er den, ohne dass das Divine Shield weg ist und so. Wenn er jetzt mich angreifen will, muss er erst das Divine Shield. Das ist interessant, dass er den ausspielt. Ah, deshalb. Ach nee, deshalb. Auch interessant. Dieser hässliche Unstable Ghoul. Die Frage ist, greife ich ihn jetzt an? Wenn ich ihn nicht angreife, wird er ihn so killen. Ich muss es machen, weil sonst lässt er ihn einfach überleben. Ich muss ihn jetzt langsam mal loswerden, auch wenn es immer weh tut. So. 19, 13. Das ist so krass, wie manchmal eine Karte, das ist echt witzig, das mag ein Hearthstone aber auch, wenn halt eine Karte manchmal so lange auf dem Feld bleibt und so einen Impact hat, wie der Unstable Ghoul, der seit 1000 Jahren jetzt dabei ist und Ärger macht. So, wir jetzt mal langsam endlich zurück ins Spiel kommen. Ja, genau. Dich wollte ich ja auch sehen. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich das Problem. Was spiele ich aus, um zu überleben? Ganz einfache Frage, ne? Und ist leider gar nicht so einfach. Ich habe 7 Mana und ich brauche mindestens einen Taunt, weil sonst bin ich bald hinüber. Und bald hinüber sein mag ich nicht. Ich werde halt Arch und Squire und Defender of Argus spielen. The light protects me. Man möchte natürlich lieber in einer anderen Situation spielen, aber es ist nicht so, als hätte ich hier groß die Wahl. So, jetzt habe ich wenigstens einen Taunt dazwischen stehen, was mir erst ein bisschen Zeit verschafft, aber meine Herren, läuft das schon wieder mal gar nicht gut. Und man hat gesehen, wie gesagt, wenn der Anfang schlecht läuft bei meinem Deck, ich komme wieder zurück ins Spiel und ich habe noch Chancen, ich habe natürlich kein Healing groß. I've got a heat. Okay. Und jetzt brauche ich. Sackgesicht. So, jetzt muss ich. Jetzt will ich mit dem so oft angreifen. Ja. Ich brauche im Prinzip wieder einen Taunt, weil sonst sehe ich langsam alt aus. Und diesmal gebe ich ihm Taunt. Also, wenn ich das ausspiele, habe ich noch 5 Mana zur Verfügung. 3 brauche ich für Mark of Nature. Und dann habe ich halt noch 5. Das wird wahrscheinlich der Azure Drake werden. Ich sehe keine sinnvollere Kombination. Ich überlege gerade. Nee, nee, nee. Dann ziehe ich auch noch eine Karte, was ich auch dringend brauche. Minions. Shadow Sunclair, gar nicht schlecht. So, wenn ich ihm. Hat er 4 HP mehr, hat er 7. 2, 7. Er übersteht das, dann kommt auch wieder Stormpike Kommando und killt ihn. Aber was soll ich machen, ne? Ich kann auch ihm geben, habe ich 4, 8, da hat er auch noch einen. 3, 5. Hilft nichts. Obwohl, wenn ich. Er greift an, dann habe ich 8 HP auf ihm. 8. Well played. Er greift an, 6. Und dann kommt der Stormpike Kommando und macht ihn trotzdem weg. Das hilft mir gar nichts, auch wenn ich in der Zootrake taunte. Auch dann überlebt er die Kombination aus Stormpike Commando und ihn nicht. Von daher. Eine Runde weiter überlebt! Wahnsinn! Wie ein Pro. Ja, genau. Bam.
aber eine weitere Runde überlebt. Und jetzt kommt der nächste Taunt. Jetzt kommt mein Iron Bark Protector. Komm, Baby. Reporting for duty. Give me that Iron Bark Protector. Iron Bark Protector? Nein, natürlich kein Iron Bark Protector. Warum denn nicht? Und jetzt Savage Raw bringt mir halt mal verfickte Scheiße gar nichts. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Also, ich muss den... Well played. Ja, ja, Schnauze mit deinem Well played. Halt, halt. So, ich brauche eigentlich mindestens 2 Mana dafür. Der hat Stealth. Der überlebt es nicht. Obwohl, wenn ich das mache, überlebt der. Ich brauche eigentlich einen Taunt. Einen Taunt habe ich nicht, hilft ja nichts. Ich krieg 6 Schaden nächste Runde, das kann ich nicht verhindern. Ich kann ihn buffen, dass er den Trade überlebt. Ihn werde ich los, indem ich da hochbuffe. Und ihn spiele ich am sinnvollsten raus. Wieder eine Runde länger überlebt. Wo bleiben... Ich habe 2 Iron Bark Protectors da drin. Ich habe so die ganze... Wo bleiben meine... Nein! Okay. Well played. Da hat sich jetzt auch das damit erledigt. Schade drum. 0-2. Was habe ich getippt? Mindestens 6 Wins. Nicht schlecht. Dabei habe ich schon mal die Klugscheißerbrille auf. Dann trotzdem nichts. Ja. Gehe ich hier mit 0-3 nach Hause? Wäre auch mal was. Habe ich noch nicht geschafft. Ey... Ich habe echt nicht so wenig Zweier und Dreier. Also das ist nicht so schlecht. Und ich habe auch ein Innerwelt. Also da kann schon mal was kommen. Wie wär's denn mal? Ne? Kriege ich vielleicht mal was von meinen Early-Game-Karten? Hm? Liebes Spiel? Homo Wolperting schreibt gerade witziger... Das ist immer die Sache, immer, ne? Nicht böse gemeint. Aber immer klug scheißen, wenn man dann doch falsch liegt. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Homo Wolfgang schreibt, ich sollte traden mit dem Ogre. Aber Ogre war gestealthed. Ogre konnte ich nicht angreifen. Von daher. Malfurion versus Valera. Und einer fragt oben, warum ich nicht angegriffen habe, mit dem der getauntet war. Weil der eine Verzauberung hatte, dass er jedes Mal eine Karte zieht, wenn ich mit ihm angreife. Also wie gesagt, ich bin für Tipps immer sehr dankbar, aber es wäre immer gut, wenn die Tipps auch vernünftig sind, ne? Vor allem, wenn dann der Ton dann immer so ein bisschen frech ist. Frecher Ton von euch. Also, wie nochmal, um es kurz zusammenzufassen. In der letzten Runde, ich konnte den Ogre nicht angreifen, der war gestealthed. Und mit dem anderen habe ich vorher nicht angegriffen, weil er die Verzauberung hatte, dass er jedes Mal eine Karte zieht, wenn ich mit ihm angreife. Und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Wie heißt das? Irgendwas auf Wisdom. Hab's nicht im Kopf. Ey, ein bisschen besser, ein bisschen. Aber, ey. Na. Natürlich. Don't mess with us. Root of the Claw. Sehr schön. Diesmal läuft das Early Game besser. In der nächsten Runde
keine Krieg spielen. Jetzt überlegt, ob er tradet. Der Kern Blatthuf, der ist natürlich super dann. Der ist gar nicht mehr so weit entfernt. Eine Coin habe ich auch noch, die ich jetzt nicht so bald brauche. Von daher. Das sieht mal endlich mal nach einer vernünftigeren Runde aus, ehrlich gesagt. Nach den beiden Runden, die echt interessant waren, weil ich trotzdem ein bisschen durchgehalten habe, aber doch recht einseitig. Get behind me. Da traden wir einfach witzigerweise. Aber er hat einen 5er gespielt, ich einen 4er. Na gut, jeder kriegt einen Spare Part, das gleicht sich ungefähr ein bisschen aus. Spiele ich den Druid, den brauche ich noch nicht. Karten Draws an dieser Stelle auch nicht verkehrt. Nächste Runde kann ich schon Kern Blatthuf ausspielen, wenn ich möchte. Und ich glaube, ich möchte. Your magic shall not see. Zip. Step und mal weg. Ja, schön. Ein Swamp Ooze natürlich auch gegen den Schurk nicht schlecht, wenn er seine Waffe ein bisschen hoch pusht. Ich kann auch Mechanical Yeti spielen, was durchaus reicht gegen ihn. Aber ich habe eh so viele Karten. Ich brauche den Card Draw nicht so dringend. Obwohl, der geht relativ low. Also entweder spiele ich den Mechanical Yeti und den Novus Engineer. Und mache noch weiter komische Geräusche. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe eigentlich genug Karten auf der Hand. Ich spiele den Kern. Passt schon. The Earth Mother is near. Danke dafür. Danke. Danke. Also ich brauche den SX Swamp Boost, kann ich mir jetzt ganz gut spielen. Und dazu den Druid of the Claw, damit ich halt ihn loswerde. Also. Erstmal die Dreierwaffe weg. Und den Druid of the Claw, der überlebt das zwar nicht, aber ich werde halt wenigstens den neuen Dreier los. Irgendwas anderes. Ich hätte lieber eine kleinere Einheit mit Taunt. Wäre mir lieber, weil er nur 3 HP hat, aber ich habe nicht die große Wahl. Weil ich kann auch Charge nehmen. Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Nein, eigentlich ist sie nicht egal. Wenn ich halt nicht, wenn ich Bearform nehme, findet er vielleicht irgendeinen Weg, den wegzumachen und dann habe ich ein Problem. Deswegen nehme ich einfach Charge und kill den. Dann bin ich im blöden 3-2er los. Und jetzt könnte ich theoretisch noch Argent Squire ausspielen, aber so wichtig ist das jetzt nicht. Jetzt hätte ich auch nichts gegen den Einbark Protector. Ich möchte eine fette Wand, oder in diesem Fall einen fetten Baum, zwischen mich und den Schurken stellen. Um solche Spinner zum Beispiel abzuhalten von mir. Aber ich krieg's nicht. Krieg's nicht. Sonst krieg ich ständig meinen Einbark Protector. Ich habe 2 Stück schon am Anfang des Spiels voll auf die Hand geknallt, ob ich es will oder nicht. Und wenn ich's will ich, kriege ich's nicht. Will, kriege. Und so weiter. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Wollte, möchte, konnte, könnte. 7. 7 ist ganz schön viel. Hm. 4, 6. 8. Hm.
5. Time waits for no one. The light protects me. You gotta be kidding me! For the wild. Damit er ihn halt nicht für lau mein Venture Co. killt, den brauche ich halt nächste Runde, um ihn ja zu killen. Am liebsten würde ich nächste Runde mit dem Argent Squire den Force Tank Max angreifen und danach den Venture Co. traden. Schauen wir mal. Ja, er hat nicht die perfekte Antwort auf der Hand, das gefällt mir schon mal. Er würde wahrscheinlich aufs Face gehen einfach. Oder er nimmt noch den Fuß mit. Yeah, beat it. Schauen wir mal. Das sieht alles machbar aus gerade. 7 Damage muss ich wohl fressen. Hilft alles nichts. Aber danach sieht es okay aus. Also, den Argent Squire und den Venture Co. feede ich. Oh, was kommt jetzt? Oh ne, doch gar nicht so schlimm. Friendly, wenn ich das schon gehabt habe. Ein bisschen viel Damage. Ein Swipe wäre jetzt super. Nur ein Swipe habe ich nicht. Naja, jetzt ist sein Zeug auch vorbei. Also der erste Plan ist klar. Das. Dann trade ich ihn. Dann bleiben 2 Zweier übrig. I fight. How you doing? Eigentlich dachte ich, ich shapeshifte und pack ihn da rein, aber jetzt habe ich meinen Einbark Protector bekommen. Und eventuell möchte ich den Acidic Swamp Ooze behalten. Mit dem Ancient Brewmaster hole ich mir entweder den Einbark Protector wieder auf die Hand, wenn er wenig HP hat. Oder den Acidic Swamp Ooze, weil ich damit eine Waffe zerstören kann. Er kann in der nächsten Runde 6 Schaden an ihm machen. Das Problem ist, wenn ich den Einbark Protector wieder auf die Hand hole, kann ich ihn nicht in der gleichen Runde wieder ausspielen. Und ich brauche halt seinen Taunt. Das Problem, andere Problem ist, wenn ich nicht trade, kann er den Einbark Protector vielleicht killen. Was auch nicht gut ist. Er kann mindestens 6 Schaden machen plus 1 Dagger, wenn er den nicht verbessert. Also 7. Aber trotzdem. Den Swamp Boost brauche ich vielleicht in Verbindung mit dem Ancient Brewmaster, um irgendwie eine krasse Waffe zu zerstören, die er jetzt irgendwie hochpumpt. Keine Ahnung, was er da macht. Und wenn er den Einbark Protector jetzt zerstört, hat er immerhin erstmal keine Board Control mehr. In dem Augenblick zumindest. Mal schauen, wie es weitergeht. Danke. Ja, okay, wie gedacht. Okay. Zip. Und den nimmt er auch weg. Und den nimmt er auch weg. Ja, okay, haben wir ein bisschen Gleichstand, bloß dass er 1000 HP mehr hat. Und einen tollen Warrior draußen. Immerhin hätte er nicht zum Enragen genutzt. Das wäre fast besser gewesen für ihn. Und zum Glück habe ich noch einen Bark Protector. Glück gehabt. Wir ziehen mal erst die Karte. Ich weiß, glaube nicht, dass es irgendwas verändern würde. I hope you like my invention. 3 würde nicht ausreichen, da kriege ich zu viel Schaden. Ich will doch den einen Bark Protector. Aber dann kann ich ihn jetzt auf die Hand. Ein paar Möglichkeiten jetzt immerhin. Gar nicht so verkehrt. Den Swamp Ooze habe ich nicht mehr, um eine Waffe zu zerstören, aber die 1-1er ist mir relativ wurscht gerade. Das Dingo! Yes! Au, jetzt ist sie mir nicht mehr wurscht. Au! Oh. Restore 5 Health. Das ist gar nicht schlecht. Und zwar nicht bei mir, sondern beim Einbark Protector, den ich halt unbedingt am Leben erhalten möchte.
So, weg mit ihm. Und dann spiele ich noch den Iron Fur Grizzly aus. Ja. Mit dem Novice Engineer kann ich nicht angreifen, da ich sonst den Torn Warrior nur enrage. Puh. Gucken, wie es jetzt läuft, wie er tradet. Denn wenn es einigermaßen okay läuft und ich Glück habe, kann ich den Novice Engineer, kann ich den Iron Bug Protector sogar nochmal auf die Hand nehmen mit dem Ancient Brewmaster. 4 Damage. Au! Ah, okay, das habe ich. Das ist natürlich bitter. Au, und ein Molten Giant. Okay, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Es hätte funktionieren können, ne? Null 3. Muss auch mal sein. Vielleicht sollte ich doch nicht am frühen Morgen Hearthstone spielen. Kann ich noch irgendwas voraus? Ich kann es noch ein bisschen rauszögern. Ich kann natürlich hier mit dem Defender of Argus und so. Aber den killt er dann einfach. Also er kommt auf jeden Fall durch. Da kann ich nichts gegen machen. Von daher. Well played. Erkennen wir einfach an. Die anderen waren alle besser als ich. Und ich finde immer noch, das Deck war nicht so schlecht. Könnt ihr ganz gerne nochmal ein bisschen analysieren, gerade auf YouTube, wo ich bis jetzt die Kommentare sehe. Ich finde, das war nicht so schlecht. So scheiße war das jetzt nicht. Aber es hat nicht sollen sein. 0-3. Werde ich mal schön nach Hause geschickt. Das ist eigentlich eine lehrreiche Lektion an mich und an euch. Hier diese Suchtscheiße am frühen Morgen Computerspielen. Das ist halt nichts. Ja? Man soll halt ins Bett gehen. Hier. Zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, was lernen, was Sinnvolles machen, ehrenamtlich irgendwo was tun, also irgendwie was Vernünftiges tun, nicht morgens spielen, ne? Nicht morgens streamen, auch nicht Stream gucken, sondern was Vernünftiges machen. Nicht so einen Quark machen. Und dann wird auch was aus euch. Dann sitzt ihr nicht hier wie ich morgens vor dem Fernseher und spielt so eine Scheiße, ne? Dann endet ihr nicht so schlimm wie ich. So ist es nämlich. Also, ne? Wisst Bescheid.